Schön war die Zeit. So schön. Mir ist so komisch zumute, ich ahne und vermute, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruft. Ich könnte weinen und lachen und lauter Unsinn machen, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft. Frühling so blau, das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Schweinefleisch ist im Preise gesunken. Setzen Sie es jetzt auf Ihren Speisezettel. Nein, du, was ist denn das? Da flüstert doch einer. Sehr richtig, es handelt sich nämlich um das flüsternde Schaufenster, die neueste Reklameattraktion eines findigen Ladenbesitzers. Die frische Blutwurst, 500 Gramm. Bisher hieß es, Klappern gehört zum Handwerk. Jetzt heißt es, Flüstern gehört zum Handwerk. Aus dem Lautsprecher spricht ein leiser Sprecher. Schweinefleisch. Ein Schwein, ein gutes Schwein, das ist das Schönste. Was schauen Sie denn so, Frau Piano? Nachher gibt's zu dem fetten Würstchen zu Hause dampfende eigene Pellkartoffeln. Kartoffeln aus dem Vorgarten, das haben wir doch hinter uns. Ich pflanze da jetzt Blümchen. Frühlingsgefühle, was? Fresswelle. Na und? Ich traue dem Braten eben nicht. Wer weiß, ob es morgen noch was gibt? Seien Sie doch nicht so skeptisch. Es geht aufwärts. Es grünt und blüht überall. Zukunftsmusik liegt in der Luft. Das klingt ja wie der letzte Schlager. Frau Piano, Träume sind Schäume. Hier geht's jetzt um die Wurst. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Nein! Ich bin unschuldig! Was hast du getan? Ella. Ich bin unschuldig. Bitte stell den Apparat an. In meiner guten Stube steht ein Fernsehapparat. Der zeigt mir ganz privat die Welt im Kleinformat. Ich brauch nicht ins Theater und auf Reisen mehr zu gehen. Ich kann den ganzen Rummel jetzt von meinem Sofa sehen. Was wir nie sahen, was wir gern sehen, können wir nah sehen, weil wir fernsehen. Drum bitte ich dich, besuch mich mal. Ich zeig dir ganz privat in meiner guten Stube meinen Fernsehapparat. Gestern versinkt noch die Capri-Sonne im Meer und heute versinken wir im Fernsehsessel. Ganz privat. Also etwas mehr Respekt, bitte. Was? Jeden Tag ein neues, anderes Programm. Das ist doch wie ein Wunder. Aber ein verdammt teures. Schauen Sie nur. God save the Queen. Das passiert wirklich jetzt. 1000 Kilometer weit weg. Und da, der kleine Prinz Charles. Das ist ja wie im Kino. Nein, das ist das richtige Leben, was da flimmert. Hoppla, bei Frau Möchtegern geht heute nicht alles nach Plan. Der Herd will nicht, die Plagerei mit der großen Wäsche. Hallo, liebe Frau, kommen Sie zu sich. Wir wollen Ihnen helfen. Wer ruft? Ich koche ohne Qual. Ich wasche ohne Qual. Ich kühle allemal und halte frisch, was bei der Mahlzeit kommt zu Tisch. Es ist kein Traum. Nun hat Frau Möchtegern die Küche, die sie gerne möchte. Und das möchten Sie wohl gern. Was dagegen? Die Frau von heute hat ein Recht auf Luxus. Perlon, die neue Masche made in Germany. Hauchdünn, gefühlsecht, wie amerikanische Nylons. Das sind doch nur die Strümpfe. Bandolos. So gefällt mir das Wirtschaftswunder. Die euren Männern,
den Kopf verdrehen. Drum tragt dieselben Strümpfe und erprobt es. Sie werden nur noch zu euch hinsehen. Aha, ein Loblied auf unsere Heimat. Ja, ich hab sie auch satt, diese ewigen Nachkriegsprobleme. Träume statt Trümmer, ein toller Dreh und Millionen singen mit. Hatten wir das nicht erst vor kurzem? Sie sehen das zu schwarz, jetzt kommt endlich wieder Farbe ins Leben. Premiere des ersten Nachkriegsfarbfilms im Turmpalast Frankfurt am Main. Mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack und Hans Richter. Mich anschauen, Bärbel. So ist recht. Dieser Junge hat noch nicht die Leiden vergessen, die der Krieg ihm und der Mutter brachte. Trotz Adenauer verlässt er mit seinen Freunden das kleine Schwarzwalddorf, um in Berlin den Frieden zu verteidigen. Schwer wird es ihnen gemacht, von Deutschland nach Deutschland zu gehen. Amerikanische Panzerwagen und deutsche Söldner, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Bluthunden, machen Jagd auf junge Menschen, deren einziges Verbrechen es ist, in der Hauptstadt ihres Vaterlandes 14 friedliche Festtage zu feiern. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die westdeutsche Jugend fand Wege. Ach du liebe Zeit, die lügen ja hier im Osten genauso wie die Brüder im Westen. Endlich in Sicherheit. Und auf beiden Seiten glänzend inszeniert. Winke, winke, mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund. Winke, 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 denn zum Winken gibt es immer einen Grund. Das hat klasse, wie Sie mit dem Volk spielen. Aber das Volk schlägt auch zurück. Mit so einer biederen Rückhand stehen Sie auf verlorenem Posten. Da hilft kein Massenturnen und Kampfsingen mehr. Da wird Ihnen gleich in die Luft gehen. Hey. Sie sind mir ja ein ganz linker. Papa Adenauer hat schon immer gesagt, dass das nichts wird mit der Sowjetzone. Der Deutschen Demokratischen Republik. Der Deutschen Demokratischen Republik. In der Sowjetzone. Der Deutschen Demokratischen Republik. In der Sowjetzone. Pioniere treffen gut, Herr Adenauer. Ach, wie gemein. Also das geht zu weit. Wieso? Mitten ins Schwarze ist immer gut. Außerdem, selber schuld. Spielt den lieben Opa, dabei hetzt er penetrant gegen die bösen Buben im Ostblock. Der Feind steht links und so. Stimmt eigentlich. Immer die gleiche Leier. Wie eine Platte mit Sprung. Damit treibt er uns vorwärts zur Verteidigung. Oh, ihr Papa, er war ein schöner Mann. I'm happy to be in this wonderful country. We are working with you for peace and freedom. Ach, sag doch nicht immer wieder dicker zu mir. Nein, ich will das nimmer wieder hören von dir. Aber trotzdem frisst ein jeder lustig weiter, immer weiter, bis dann leider, bis die Karre dann nach Jahren festgefahren und die Galle, ja, die Galle kommt ihm hoch. Achtung, Achtung! Auch Sie gewinnen das große Los, wenn Sie ab morgen unseren Ausverkauf besuchen. Leise, leise, immer leise, durch die ganzen Warenhäuser, alle Leute sieht man laufen, jeder möchte billig kaufen. Was man dort bekommt für Sachen, das ist wirklich toll zum Lachen, die Erde geht allerhand, kolossaler durcheinander. Messer, Gabel, Servietten, Hemden, Kragen und Manschetten, Filz, Pantoffel, Taschentücher, Kohlen, Schaufel, Bilderbücher, Radl, Fahrer, Sportskamaschen, weiße Bier und Essigflasch, Seidenstoff, Petroleum hier, alles was das Herz begehrt. Wasser, Eimer, Kaffeekannen, Rettich, Bohrer, Bademann, Perser, Teppich und Gardinen, Wickel, Steine, Fleisch, Maschinen, Zigarren, Spitzen, Tabakzeug, Gölle, Schwarze, Falken, Seifen, Bix, Fisch, Migräne, Stift, Zahnpfeifer und Rattengift. Wieder in die Hände dieser Barras-Schleifer fallen, erst über den Kasernenhof und dann ins Massengrab gescheucht werden. Die Jugend bedankt sich für diese Aussichten. Ich glaub's ja nicht. Wieder Bewaffnung? Nie. Der Arm soll mir abfallen, wenn ich jemals wieder eine Waffe in die Hand nehme. Jawohl. Oder so.
einige hundert Kommunisten, darunter viele Frauen und Jugendliche, nahmen während der Bundestagsdebatte über den deutschen Wehrbeitrag die Gelegenheit wahr, demonstrieren, die Polizeiketten vor dem Bundeshaus zu durchbrechen. Schließlich musste die Polizei trotz des nasskalten Tages die Straßen mit Hilfe ihrer Wasserspritzen freihalten. Donnerwetter, Donnerwetter, so ein schönes Badewetter. Wünschen wir uns immer für die Badezeit. Donnerwetter, Donnerwetter, ist das heute ein Badewetter. Heiter lacht das Herz vor lauter Seligkeit. Binz, das Bad der Werktätigen. Es gehört denen, die die Kohle hauen, den Stahl schmelzen und das Erz fördern. Dort, bei Wasser, Spiel und Sonne, verbringen sie alljährlich ihre Urlaubstage. In Binz auf Rügen, da ist der Kumpel heut zu Haus. In Binz auf Rügen ruht er sich aus und ist der Urlaub rum. Ruft er voll Stolz und Glück nach Binz auf Rügen. Kehr ich im nächsten Jahr zurück. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Passen Sie auf, Pia. In der Sowjetzone weiß man nie. Abend. Wir haben Sie schon erwartet. Steigen Sie doch bitte zu uns in den Wagen. Haben wir denn die freie Wahl? Zählst du an den Knöpfen ab? Ja, nein, ja, nein, ja. Wenn ich uns mal vorstellen darf, mein Name ist Hauptwachtmeister Brandt. Ich bin der Einsatzleiter von Toni 14. Das ist der Genosse Hauptwachtmeister Müller. Das, da war die Schlagersternchen Pia Piano. Mein Genosse, Bello Tempo. So, danke. Druschba. Was? Freundschaft. Langsam, langsam. Hoffentlich sind Sie nicht von unserer gemeinsamen Fahrt etwas enttäuscht. Denn so abenteuerlich, wie die meisten Leute sich das vorstellen, ist es bei uns gar nicht. Der größte Teil unserer Zeit besteht darin, dass wir fahren und beobachten und dann schnell zur Stelle sind, wenn irgendwo etwas los ist. Was könnte schon los sein? Na, der Bär, der Russische, der tanzt auf der Stalinallee den Kalaschnikow. Aha, so sieht das also aus. Ja, wenn das Volk auch so unverschämt ist und sich seine Regierung selbst aussuchen will, bitte. Das ist doch echte Bruderliebe. Sowjetsoldaten können so schön ihre Schießübungen abhalten. Sonst verrotten ja auch die vielen Panzer. Stehen schließlich seit dem Krieg nutzlos in der Garage rum. Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen! Sehen Sie, das war einer unserer üblichen Fälle, die bei uns täglich zur normalen Arbeit gehören. Früher war viel mehr bei uns los. 14. Geflüchteter PKW bewegt sich in Richtung Rosenthaler Platz. Vermutliche Fluchtrichtung über Oranienburger Tor. Unterstützen Sie Toni 12. Achtung, Leitstelle an alle Funkstreifen. Ich glaube, wir sollten jetzt besser das Taxi wechseln. Nein, nein, Volkspolizei! Ist denn das die Möglichkeit? Dem werde ich jetzt zeigen. Wollen doch mal sehen. Ach, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir nicht sagen, wie ich den ersten Gang wieder herausbekomme? Danke, das genügt. Aber in unserem Lustspiel müssen wir mal ein bisschen übertreiben. Spaß muss sein. Probieren Sie es doch einmal selbst und wenden Sie sich gleich morgen an einen Ihrer Volkswagenhändler. Dieser reizende Hut heißt Paris und kam auf Einladung der deutschen Hutindustrie aus Paris nach Köln. Ganz Paris träumt von der Liebe. Die goldenen Blumen, Bouton d'Or. Dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt an das Pärchen, das ein Paar wär. Ganz Paris singt immer wieder nur von Glück. Wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Paris zurück.
Tampax. Ah, Tampax. Tampax, die Weltmarke. Mit Applikator. Vollendung der Frauenhygiene. Sicher und sauber. Das ist nichts für kleine Mädchen. Nichts für kleine Mädchen, nichts für kleine Mädchen. Das ist nichts für kleine Mädchen. Aber Schlagerstar spielen mit 7. Nur kein Neid. Ihr Vater ist eben in der Branche und schreibt ihr die Lieder. Da hatte Papa einen guten Riecher. Kinderstar. Ist aber schnell abgenudelt. Im Gegenteil. Die kleine Cornelia hat das Zeug zur Langspielplatte. Hack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann löscht wir raus nach Wannsee. Hack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn um 8 müssen wir zu Hause sein. Dann aber rasch, du kesses Gör. Papi wartet schon. Und was sagt Papi immer? Erst nach rechts und dann nach links schauen, wenn du über die Straße gehst. Bitterer Reis und heiße Lektüre, alles zu haben am Kurfürstendamm. Und überall lauert auch in Berlin die Armut an den Ecken. Sie hinkt über die Straßen. Ach, schönes Berlin. Die große Sünderin auf dem bunten Kinoplakat und die vielen kleinen Sünderinnen an der scharfen Ecke Augsburger Straße. Berlin tanzt auch wieder. Hektisch, aber vielleicht ist es ein Tanz auf dem Vulkan. Meine Damen, meine Herren, leihen Sie mir Ihr Ohr, ich stelle Ihnen unser Orchester vor. Zuerst die Posaunen, die gehen am schärfsten ran. Vor allem Günther Fuhlisch zeigt Ihnen, was er kann. An der Hammond-Orgel, die unser Prunkstück ist, gut gelaunt Heinz Neubrand als Boogie-Organist. Die Trommel und das Becken, die klingen froh und laut. Kurt Wittmann, der auf die Pauke haut. Das Lied vom Seemann Mackie, der sein Herz verlor, singt uns Pia Piano mit viel Laune und Humor. Und Maestro Tempo dirigiert, bis jeder Knochen mit vibriert. Mackie war ein Seemann und kein Hafen war ihm fremd. Und ein Herz voll Liebe klopfte unter seinem Hemd. Und in jedem Städtchen schrien alle Mädchen Mackie, 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 oh! Mackie tanzte Boogie und da wackelte die Wand. Mackie tanzte Boogie, bis kein Fuß mehr stille stand. Und in jedem Städtchen schrien alle Mädchen Mackie, 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 oh! Der Kapitän hat es gern gesehen, doch zu Mackies großem Schreck sprach der Kapitän bei windstarker 10 tanzt du auf dem Oberdeck. Ja! Mackie war ein Seemann und kein Hafen war entfremd. Und sein Herz von Liebe klopfte unter seinem Hemd. Auf dem Meeresgrunde schrien alle Mädchen Mackie, 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 oh! Mackie, 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 oh! Tolle Nummer. Die Amis sind einfach immer wieder für eine Überraschung gut. Welcome, Satchmo. Komm, mach richtig dicke Backen. Wir hören hier eh nur Blech. Obwohl er zum ersten Mal nach Deutschland kam, hatte Louis für seine zahlreich erschienenen Anbeter und Anbeterinnen nicht mehr übrig als diese Töne. Jitterbug-Turnier vor 7000 Zuschauern in Hamburg. Die Antwort des schwarzen Mannes an Europa. Wissen Sie eigentlich, was Jitterbug heißt? Nee. Zappelkäfertanz. Das ist gut. Geht ins Blut. Kommt ja auch aus Amerika. Jugendstil 1952. Der Jitterboogie-Woogie-Bebop-Swing. Amerikanische Kultur. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Sie nennen es Kultur. Sie sagen, was kümmert euch das ungewisse Morgen? Vergesst, betäubt euch, denkt nicht nach. Rummel, Sensation. Das Modernste vom Modernen, die Miniatur-Mondrakete. Bundeswirtschaftsminister Erhard sieht sich die Sache an und macht begeistert mit. Rauchen im Auto tut jeder gern.
Aber das Hantieren mit Streichholz, Zigarette und Steuerrad kann sehr gefährlich werden. Der Autozündo macht's automatisch. Zigarette mit Feuer bitte. Fahre ohne Sorge. Fahre mit Aral. Fahre ohne Sorge. Aral. Fahre mit Aral. Denk an Mutti, lieber Papi, wenn du Auto fährst, dann kann kommen, was da will. Denk an Mutti, lieber Papi, wenn du Auto fährst, ja, dann kommst du gut ans Ziel. Du rast ja so gerne durch die Stadt, am liebsten mit 120 Sachen. Doch wenn die Mutti das nicht gerne hat, dann darfst du das nicht machen. Denk an Mutti, lieber Papi, wenn du Auto fährst, dann kommst du gut. Unser Oldie ist der große Sieger, der politische Schlager überhaupt. Sonst gibt's ja auch keinen. Wahlkehr aus in der Bundesrepublik. Die große Schlacht ist geschlagen. Mit Lastwagen wurden gestern die Hunderte von FDJ-Angehörigen, die die Wahlen im Bundesgebiet stören wollten, nach dem Osten abgeschoben. Da gehen sie nun. Aber vergessen wir nicht, es sind Deutsche wie wir. So treu wie Gold. Da gibt es keine, die mal anders war. So treu wie Gold. Ja, das ist wahr. Da sind sie so, sind die Mädchen aus der Bongo-Bar. Lässt sich eine doch einmal mit einem ein. Anders nur aus übergroßer Liebe sein. So sind die Mädchen aus der Bongo-Bar. So treu wie Gold. Gibt es keine, die mal anders war. So drei wie Gold. Ja, das ist wahr. Da sind sie so, sind die Mädchen aus der Bongo-Bar. Bongo-Boogie. 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 Boogie-Boogie-Boogie. Ja, das ist wahr. Da sind sie so, sind die Mädchen aus der Bongo-Bar. Dieser Bruder Leichtfuß, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ein sechselnder Wiener mit Ami-Gezappel. Musik bewegt die Welt. Ach Quatsch, was die Welt wirklich bewegt, ist echte deutsche Beinarbeit. Deutschlands A-Mannschaft hat aus 0:2 2:2 gemacht. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, wir sind Weltmeister! Bis mal halblang, das Spiel dauert 90 Minuten. Botschek an zwei Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Schieber, jetzt ein Schuss! Gehalten von Toni, gehalten! Es ist wahr, unser Toni! Du bist ein Fußballgott! Und die 45. Minute ist vollendet. Aus, aus, aus! Was viel Schöneres singen, das Größte, Höchste, Tollste überhaupt, was es gibt. Deutschland über alles, ist doch egal. Jetzt stehen uns wieder alle Tore offen. Wir übertrugen aus dem Bankdorf-Stadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Sendung ist beendet. Wir schalten zurück nach Deutschland. Florentinische Nächte, du Italia bella, und auch du Raffaella, kommt noch einmal zurück. Endlich bereiten wir dem Ausland auch mal Freude.
Die süßesten Früchte fressen ja bisher nur die großen Tiere. Aber wenn erstmal der ganze Wohlstandsbauch über die Alpen quillt, gehen Benimm und Bescheidenheit voll ins Baden. Nun, meine Damen, was halten Sie von dieser neuen Heimbrause? Trotz enger Wohnverhältnisse ermöglicht sie jedem sein eigenes Brausebad. Das neue Saunabad im Wohnzimmer. Motto: Schwitze daheim. Eine seit langem bewährte Heilmethode in ihrer modernsten Anwendung. Im Schweiße deines Angesichts sollst du deine schlanke Linie bewahren. Leise rauscht Missouri. Komm zurück an den Ufern des Missouri. Wohnt dein Glück. Leise rauscht es an Missouri. Komm zurück. An den Ufern des Missouri. Wo dein Glück. Das Paradies. Habt ihr es jetzt auch mal erwischt, Bello? Sehen Sie, der Mensch lebt nicht vom Fleisch allein. Das ist der Genuss, diese neuartigen, zauberhaften Klänge der Hawaii-Gitarre. Spielen Sie jetzt den Kuschelneger? Ach, Ivo, ist doch der Hit, dass wir noch rechtzeitig auf die erfolgreichste Welle aller Zeiten aufgesprungen sind. Die Südseeschnulze. Mädchen der Heimat, ihr grüßt mich und lacht. Selig mein Herz für euch glüht. Raus aus dem Alltag, rein in den Dschungel. Das funktioniert, weil für Otto Normal so eine Trauminsel ja unerreichbar ist. Eine Millionenindustrie voller Seligkeit. Und dazu das neue Lied der Lieder. Leise rauscht es auf mein Konto. Was die Wellen dir zärtlich erzählen, klingt so schön wie die schönste Musik. Leise rauscht es an das Meer, und es lockt dich zurück.